Genial, ne? Was für ein Gong. From now on, the past finished. Zukunft noch nicht da. Ab jetzt alles neu. Meine Augen sind nicht mehr blind vor dem Licht. Ja, ich lasse das Licht zu. Ich lasse das Licht auf meine Augen leuchten. Und bitte, 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 macht doch mal eure Kameras an, damit ich nicht so alleine hier bin mit der Andrea. Wer kann, macht doch mal die Kamera an. Das ist zu geil, oder? Jetzt ist Andrea auch noch weg. Na super. Da ist jemand. Liane, da ist jemand. Wie schön. Oh, schön, dich zu sehen. Oh, danke. Einer reicht mir. Ne? Nicht, dass Andrea nicht genügt hätte. Und nicht, dass nicht alle da wären. Aber ist das nicht schön, sich zu sehen, Liane? Der Oberknaller, oder? Wie schön du bist. Wow. Oder? Wie unschuldig, ja? Wie du strahlst im Licht. Ja? In deiner, Entschuldigung, in deiner Individualität. Nicht in der Besonderheit. Danke, ja. Aber in der Individualität, also in dem, wie du genutzt wirst, ja. Mein Bruder, ja. So wie mein Bruder genutzt wird, um zu erkennen, dass ich mit ihm vollkommen eins bin. Und wenn ich mit dir vollkommen eins bin, bin ich mit allen vollkommen eins. Wir sehen alle gleich aus. Habt ihr das schon mal mitgekriegt? Es gibt gar keine Unterschiede, wenn ich auf das Licht schaue. Ja, aber ich sehe es in dir. Und ich sehe es in dir so, wie ich dich sehe. Ja. Aber ich sehe, hey Birgit, ich sehe das Licht in dir. Ja. Ich sehe das Licht in dir. Und wie kann ich noch Angst haben, wenn du mir doch so nah bist? Wie kann ich noch Angst vor dir haben? Wie kann ich noch denken, dass ich dich verurteilen könnte oder dass du mich verurteilen könntest? Ja, wie kann ich noch auf Urteile schauen? Was soll ich denn da beurteilen? Das macht ja gar keinen Sinn, wenn da kein Zwei mehr ist. Worauf könnte ich denn da noch schauen? Ja, wenn ich alles in dir kenne und anerkenne und erkenne, als Teil von mir, als in mir. Ja? Wie könnten wir uns dann noch irgendwelche Unterschiedlichkeiten aufzeigen, wo wir dann Angst hätten? Ja, ich reagiere aber so, ich reagiere aber so. Das macht doch alles nichts. Ja? Weil alles ist in mir. Ja, auch wenn ich hier als Mensch unterschiedlich reagiere. Liane, ich so, hätte ich die Kamera bloß nicht angemacht. Jetzt mitgehangen, mitgefangen. Oh, danke dir. Und danke, danke, danke. Ja, und wir haben ja so viel Angst, ja. Wir haben so viel Angst, beurteilt zu werden. Und wie das gestern in der Lektion so schön stand, ja, kam bei mir so an, dass ich eigentlich Angst habe zu urteilen. Also ich habe mir die Macht gegeben, dass ich denke, ich könnte urteilen. Ja, und diese Macht wird mir natürlich zurückgeworfen, ja. Ich hätte die Macht, etwas zu beurteilen und damit etwas wahrzumachen, ja, weil nur Urteil macht die Welt wahr. Ja, die habe ich aber gar nicht. Ich bin vollkommen safe hier.
Ja, ich bin unschuldig. Ich bin kein Körper. Ich bin frei. Wir sind unschuldig. Ja, deswegen können wir auch sein, wie wir sind. Weil daran kann nichts verkehrt sein. Daran kann kein Fehler sein. Ja, daraus kann auch kein Fehler kommen. Fehler kommt, wenn ich mich mit dem Körper identifiziere. Ja, da sehe ich mich selbst als fehlerhaft, da sehe ich dich als fehlerhaft, ja, da sehe ich unsere Beziehung als fehlerhaft, mangelhaft. Da fehlt was, ja. Da gibt es eine Bedrohung, ja. Die sehe ich nur, wenn ich ein Körper bin, wenn ich denke, dass ich dieser Körper wäre. Ja, aber wenn ich diesem Körper die Macht entziehe, wie es heute in der Lektion steht, ohne die Macht zu versklaven, den Körper, ja, ist er ein würdiger Diener der Freiheit, die der Geist im Heiligen Geist sucht. Ohne die Macht zu versklaven, ist er ein würdiger Diener der Freiheit. Yay! Ja, und hier sind wir. And from now on, I will lose all my fears and say hello and say hello. Ja, hallo Welt, ey, hallo Bruder, hallo fehlerhaftes Menschsein. Herzlich willkommen irgendwie in der Welt, wo wir Fehler machen dürfen und sie leicht korrigieren dürfen. Ja, wir brauchen keine Angst mehr vor Fehlern zu haben. Ja. Ich bin unschuldig. Ich orte mich hier ein, wo ich unschuldig bin. Ja. Ich habe mich gerade gefragt, ob man eigentlich wegen diesen Rechten, ne, darf man ja keine Musik spielen, ne? Und darf man eigentlich ein Lied singen, habe ich mich gerade eben gefragt. Oder darf man das, gilt das auch nicht? Gilt das nicht? Wenn ich mich als unschuldig hier verorte, ja, kommen solche Fragen wahrscheinlich gar nicht auf. Ich bin jetzt mega lange schwarz gefahren, ne? Also meine Tochter ist jetzt 6 und ich hatte das irgendwie mal mitgeschnitten, dass sie jetzt eine Fahrkarte braucht. Die hat halt noch keine. Aber irgendwie kam das nicht richtig bei mir an. Ich bin ganz unschuldig Bahn gefahren. Ich bin nie kontrolliert worden. Irgendwann jetzt vor kurzem meinte ein Freund so, ja, du brauchst eine Fahrradkarte und auch eine Karte für dein Kind gleich, ne? Wir wollten zum Wannsee. Und da hatte ich es dann auf dem Schirm. Und dann hatte ich auch das Gefühl, ich werde kontrolliert. Und dann kam mal die Bahn direkt, dachte ich, komm, ich steig doch ein. Und was war? Wir wurden kontrolliert. Und es war trotzdem so unschuldig, so schön. Ich habe das in meinen ganzen Jahren, ja, und ich bin viel früher irgendwie schwarz gefahren und erwischt worden. Ich hatte sogar Gerichtsverhandlungen deswegen und sowas alles. Obwohl ich immer eine Fahrkarte hatte, ich hatte die immer vergessen und so weiter, ne? Und ich habe das noch nie erlebt, dass ein Kontrolleur so kulant war und gesagt hat, ach komm, wir sagen einfach, du hättest deine Fahrkarte vergessen und da musst du nur 7 € zahlen. Und dann war ich so dankbar und dann kam danach nochmal ein Kontrolleur und meinte, ja, ich bin gerade kontrolliert worden, ne? Ich muss jetzt zahlen, zeig ihm so den Wisch. Und also, er hat noch nie gesehen, dass jemand ihm so freudig davon erzählt, dass er kontrolliert worden ist. Ja. Und das war einfach eine wunderschöne Erfahrung, ja. Aber wenn wir mit der Führung gehen, wir wissen es ganz genau, ne? Wie wir uns hier fröhlich irgendwie, wie wir Glück erfahren. Und wir wissen ganz genau, wie wir Unglück wahr machen, ja. Wenn wir mit der Führung gehen, dann wissen wir das, ja. Und sonst machen wir es unbewusst, ja. Und meistens wollen wir uns ja so eine unglückliche Welt und so einen Angriff und so weiter kreieren und hier wahr machen, dass wir den sehen können, weil wir Stoff brauchen zum Vergeben, ja. Na, wir wollen der Welt vergeben und dafür wird es ja auch genutzt. Ja, Gott sei Dank. Ja, deswegen brauche ich nicht traurig sein, wenn mir irgendwas hier schlecht erscheint. Hallo, super genial. Ich will gerade was lernen. Ja, wie schön, dass mir das begegnet. Ich möchte gerade was lernen. Steuer. Fehler. Und was möchte ich lernen, ne? Dass ich unschuldig bin.
nach wie vor, wie Gott mich schuf. So, und was gibt es jetzt zu tun? Die Frage ist immer, was möchtest du, was ich jetzt lerne, ja, und in welche Handlung soll ich jetzt gehen? Ja, soll ich jetzt beim Finanzamt sagen, ich habe da einen Fehler gemacht? Oder was passiert, wenn ich, also das Ding ist nur, meine Unschuld zu finden, ist meine einzige Aufgabe. Von der Unschuld aus, from now on, wird mir alles gezeigt. Ja, wenn ich erstmal zur Unschuld vorgedrungen bin und mich nicht mehr hier als Körper sehe, dann weiß ich ganz genau, was ich zu tun und zu sagen habe. Ja, aber die Aufgabe ist erstmal wieder zu sehen, dass ich nichts falsch gemacht habe. So. Ich brauche mich auch nicht ärgern über irgendwas. Das ist alles nicht nötig. Ja, und vor allem brauche ich keine Angst haben. Wenn du doch meine große Liebe bist, ich weiß nicht, ob es gestern oder heute da stand, alles, was ich je gesucht habe, ja, wenn ich das doch in dir finden kann, wovor soll ich dann noch Angst haben? Was kann denn beurteilt werden? Ja, es kann nur etwas beurteilt werden, was ich nicht bin. Das macht doch nichts. Ich lebe immer noch. Ja, nur mein Urteil kann mich verletzen, mein eigenes Urteil. Danke, ja, wir sind vollkommen frei. Und wir brauchen keine Angst mehr voreinander zu haben. Ich will dir nichts. Und du willst mir nichts. Wir sind harmlos, unschuldig. Ich bin kein Körper, ich bin frei. Freiheit muss so lange unmöglich sein, Lektion 199. Wie du einen Körper als dich selbst wahrnimmst. Ja, also ist hier deine Freiheitserklärung erneut. Es ist immer deine Freiheitserklärung. Und alles läuft zurück auf die Körperidee. Ja, das Ego lebt in dem Körper, das steht dir gleich auch ein bisschen weiter. Ja? Es wohnt hier. Hier kann es sich gut verstecken, in dem Körper. Ja? Das heißt, alles, was ich zurückführe, führe ich auch auf diese eine Idee zurück. Ich bin der Körper. Ja, deswegen ist die Lektion von heute, diese Aussage auch so unglaublich machtvoll. Ich bin kein Körper, ich bin frei. Ja, und in den verschiedensten Facetten arbeiten wir uns daran ab. Weil wir immer wieder denken, dass wir der Körper wären, weil hier die Geburtsstätte von Angst ist, die Geburtsstätte von Schuld ist. Und Schuld bringt gleichzeitig Urteilen hervor. Das ist die Idee, ich hätte mich schuldig gemacht, ja. Ich habe die Macht zu urteilen, ja. Ich habe die Macht zu töten, Leben zu beenden, böse zu sein. Aber das Einzige, was passieren kann, ist, dass ich hier irgendwas falsch gemacht habe, so was in Gott überhaupt keine Bedeutung hat. Und das kann ich ganz einfach korrigieren. Ich hatte gestern ein Gespräch und dann meinte ich zu dem Bruder, ja, du kannst dich ja auch einfach entschuldigen. Und sie meinte, nee, entschuldigen auch so kursbezogen, das mache ich nicht so gerne irgendwie, das ist doch irgendwie blöd, ne? Ich mag das total gerne. Also ich habe das auch früher bei meinem Satsang-Lehrer, ja, in der non-dualen Lehre gelernt.
ist immer sehr auf die Alltagssachen eingegangen. Wenn du einen Fehler machst, ist doch nicht so schlimm, du kannst dich doch entschuldigen. Kannst auch danach sagen, du, ey, es tut mir leid, ich glaube, ich habe da einen Fehler gemacht. Ja. Ich mache das sehr gerne irgendwie, ne, weil das ist nicht mich hier absauen, irgendwie ich mache einen Fehler wahr oder ich mache Schuld wahr oder so, sondern mit Fehlern können wir doch umgehen als das, was sie sind. Es geht ja auch nicht darum, über Fehler hinwegzusehen. Ja. Aber ich muss einmal über die Schuld hinweggesehen haben, damit ich Fehler überhaupt als das erkenne, was sie sind. Ja. Wenn ich einmal mit den unschuldigen Augen auf mich selbst und auf die Welt geschaut habe, ja, schau Christi, mir der Schleier wirklich hochgerissen wurde und ich die Schau Christi auf meinen Augen hatte und so in die Welt geschaut habe, dann weiß ich, wo der Hammer hängt. Ja, dann weiß ich, was hier wahr ist und was nicht. Ja, wir sind unschuldig. Der Körper ist eine Grenze. Wer die Freiheit in einem Körper sucht, der sucht nach ihr, wo sie nicht gefunden werden kann. Der Geist kann befreit werden, wenn er sich nicht mehr in einem Körper sieht, fest an ihn gebunden und durch seine Gegenwart geschützt. Wenn das die Wahrheit wäre, wäre der Geist für wahr verletzlich. Ja, also es geht um die Freiheit des Geistes, um die Ausdehnung des Geistes. Ja. Der Körper ist nicht beschränkt. Ja. Wo endet der Geist? Nur wenn du in dieses Bewusstsein gehst, der Ausdehnung, ja, des Geistes, ja, was jenseits des Denkens ist. Denken hält immer klein. Und der Geist ist absolut frei. Wo findest du da eine Grenze? Ja. Es gab früher immer so eine Übung, dann haben wir erstmal klargestellt, bin ich meine Gedanken? Und dann hat man festgestellt, nö, meine Gedanken springen immer hin und her, ich bin irgendwie immer noch da. Ne? Bin ich der Körper? Ne? Nö, irgendwie erstmal ja und dann so, ja, aber wenn du zum Friseur gehst und der schneidet dir ein paar Haare ab und die fallen da runter, ist dann ein Stück von deinem Körper weg. So, nö, irgendwie auch nicht. Ne? Ich bin auch nicht der Körper. Bist du deine Gefühle? Gefühle kommen und gehen. Ah, nee, ich bin das, was bleibt, das, was beständig ist. Das, was in dem das alles aufkommt, das, was kommt und geht. Es ist so wechselhaft, dass es gar keinen Sinn macht, daran festzuhalten und da aufzuspringen. Und von da ging es halt weiter. Ich mache es mal so einen Kurzlauf. Das ist, was du jetzt gefunden hast, was du bist, ja, was still ist, was der Raum ist, in dem alles kommt und geht. Hat das irgendwo, wenn du nach links schaust, mit dem inneren Auge eine Grenze? Und du gehst durch die Wände und weiter und merkst, nee, rechts nicht, oben, unten nicht. Es ist endlos, ja. Der Körper ist eine Grenze, Wände sind eine Grenze hier. Ich stelle das alles auf als etwas, was mich wirklich begrenzen könnte, in dem ich wirklich bin. Aber in dieser Welt der Begrenzungen bin ich nicht zu Hause. Aber ich bin in der Welt meines Geistes zu Hause. In der geistigen Welt. Der Geist, der dem Heiligen Geist dient, ist auf ewig unbegrenzt. Auf jede Weise. Jenseits der Gesetze von Zeit und Raum, durch vorgefasste Meinungen ungebunden und mit Stärke und Macht, alles zu tun, worum er gebeten wird.
Angriffsgedanken können in einem solchen Geist nicht Einlass finden, weil er der Quelle der Liebe gegeben wurde. Und Angst kann nie in einen Geist eintreten, der sich der Liebe angeschlossen hat. Er ruht in Gott. Und wer kann Angst haben, der in Unschuld lebt und nur liebt? Oh, danke, 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 ja. Und diese Erfahrung machen wir, auch wenn wir zusammenkommen, ja. Wir lernen zu lieben, wie Jesus liebt, ja, wie die Liebe, die in der Schau Christi, die in der Wahrnehmung ist, ja, die glückliche Wahrnehmung, ja. Wir haben eine andere Quelle angezapft, ja. Die Quelle der Wahrheit, ja. Die Quelle der wahren Wahrnehmung, ja, der Schöpfung, so wie sie wirklich ist. Und da passt dieses Wort ganz gut, finde ich, der Nachnährung. Ja, wir nähren uns hier gegenseitig nach. So, oh, ich habe Angst, ich finde mich zu dick, zu dünn. Wir hatten jetzt Jahresgruppentreffen, das kam währenddessen und jetzt nachher auch nochmal richtig auf, so auf den Fotos. Ja, noch kann ich keinen Post machen bei Facebook. Ja, wir arbeiten noch. Ja, wer bin ich? Er bin ich echt dieser Körper, der beurteilt werden kann. Ja, und immer stimmt irgendwas nicht an mir. Ja, alle sagen, bist du wunderschön. Ja. Wunderschön. Ein Bruder, irgendwie, da saß ich mit einem anderen Bruder da und die ist so weggegangen und wir beide so schmelzen. Da brauchst du schön, ja. Diese Eleganz, wie die sich bewegt und so, es war so, es hat so unser Herz berührt und wir haben einfach beide drauf geschaut. Und irgendwie einen Tag später meinte sie halt so, ich traue es gar nicht zu sagen, aber ich finde mich so hässlich und so. Hättest du uns mal da zugehört, ja, würdest du mal dich so sehen, wie die Augen der Liebe dich sehen, ja. Und uns fiel so auf, dass es eben, wir wollen nicht hören, dass wir schön sind. Das ist nicht unsere wahre Sehnsucht. Ja. Dann kann dir jemand noch so viel sagen, ja, ich finde dich schön, ja. Ich finde deine Rollen schön oder hier und da und so, ne? Mann oder Freunde oder so, ja, du denkst immer, du möchtest die Anerkennung haben, damit du Sicherheit hast, ja, dass du irgendwie schön bist, als wäre auch Schönheit eine Sicherheit, ne? Dass du schön gefunden bist, was für ein Wahnsinn, ne? Und so, ey, du bist schön, okay, danke. Wahnsinn, ja, das ist diese Suche nach Anerkennung dann, ne? Aber was suchen wir wirklich, ja? Und wir erfahren es, weil es ist nie genug. Ja, das ist nicht das, was wir suchen. Was suchen wir wirklich da? Ne? Ja, wir suchen die Annahme von dem, was ich wirklich bin. Ja, wir wollen gesehen werden, wie wir wirklich sind, weil wir uns verloren haben. Da finden wir die Anerkennung, da finden wir die Liebe, da sind wir wunderschön und nicht schöner als du. Das ist ja Angst einflößen. Und dann wird mir das genommen, dann werde ich alt und dann wird mir das eh genommen. Für manche macht es ja auch Angst, wenn ein Mann sagt, du bist schön. Ja, warum? Weil diese Schönheit wird irgendwann enden und da. Ja. Beim Vipassana, was ich ja viel gesessen habe, nach Goenka, da wird auch so in den Geschichten abends darauf eingegangen, was ist Schönheit? Und dann so buddhistische Geschichten sind ja manchmal so witzig, ne? Und dann bereitet die Frau dem Mann das Essen vor und dann fällt so eins, also abends, nee, abends, pass auf, sagt der Mann so, oh, du hast so schöne Haare und deine Nägel sind so schön, ne? Und findet die Frau so schön und begehrt sie und so, ne? Und wertschätzt das alles so, ne? Wie schön sie ist und so. Sie fühlt sich voll gut damit und so. Und am nächsten Tag bereitet sie ihm das Frühstück vor und eins dieser wunderschönen Haare fällt ins Essen. Und der macht so, ih, was ist das denn? Hier ist ein Haar im Frühstück. Was bist du denn für eine? So, irgendwie ist das ja eklig so ungefähr. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Und dann sagt sie, wie? Gestern fandest du diese Haare noch wunderschön und jetzt findest du sie eklig. Ja, was ist denn Schönheit? Wo finden wir sie denn? Liegt Schönheit wirklich im Auge des Betrachters? Ja. Ja.
Aber im Auge des Betrachters liegt es, ob ich Schönheit absolut erkenne, das Licht, ja, was wirklich schön ist. Na, oder Schönheit als Körper. Ja, und Schönheit ist ein Aspekt, wie wir Körper definieren, ja. Dann kann ich irgendwas nicht so gut wie jemand anders, ja. Im Job, ich kann das nicht so gut. Dieser Körper kann das nicht so gut. Ja, die ganze Arbeit ist schon getan. Ey, wir sind eins, ja. Wir haben alle unseren Platz hier und es ist perfekt, aber wir wollen es nicht sehen, weil wir anderen Zielen hinterherjagen. Ich finde hier keine Anerkennung für etwas, was es gar nicht gibt. Wie soll das funktionieren? Angriffsgedanken können in einen solchen Geist nicht Einlass finden, weil er der Quelle der Liebe gegeben wurde. Und Angst kann nie in einen Geist eintreten, der sich der Liebe angeschlossen hat. Und wie frei bin ich, wenn ich mich selbst der Liebe zurückerstatte. Ja, wenn ich an die Quelle der Angst zurückgehe und sie entwurzel, ja, ihr den Stöpsel ziehe, indem ich sage, ich bin kein Körper, ich bin frei. Ja, die Idee von Trennung macht keinen Sinn. Und mich jetzt der Quelle der Liebe zurückerstatte. Wie frei bin ich? Ja, wenn ich keine Angst mehr habe, auch angegriffen zu werden oder Angst angreifen zu können. Oh. Und ich habe es immer geliebt, diese Freiheit, ja, dass ich nicht irgendwie aussehen muss, ne? Im Moment zum Beispiel so, wir ziehen um, es ist sau anstrengend für diesen 50-jährigen Körper. Ich komme gerade vom Nachtdienst, so. Wie sehe ich aus? Ja. Brauchen wir diese glatte Stirn? Brauchen wir diese jugendliche Schönheit wirklich, um schön zu sein? Ja. Und ich kann das machen, ne? Ich kann mir die grauen Haare wegmachen und ich kann mich auch darüber freuen, wenn ich schön aussehe und wenn ich strahle, wenn ich erfrischt bin, ja. Und ja, ne, die Quelle der Liebe erfrischt, ja, hält jung so und lässt mich wirklich auch schön aussehen. Ne. Müde kann mich nur eine Welt machen, die es nicht gibt. Ne. Aber hier kann ich immer wieder sehen, ey, ich bin unschuldig. Ja, ich bin nicht der Körper. Ja, ich darf fertig aussehen. Ich darf irgendwie mal ein bisschen dicker sein, dann wieder abnehmen und so weiter. Ich bin auf der Suche nach meiner Selbstliebe. Ja, ich bin auf der Suche nach der Quelle der Liebe. Ich tappe im Dunkeln. Wo ist hier die Quelle der Liebe? Wo geht es hier zur Quelle der Liebe? Es ist wesentlich für deinen Fortschritt in diesem Kurs, dass du den heutigen Gedanken akzeptierst und er dir sehr lieb ist. Ich bin kein Körper, ich bin frei. Kümmere dich nicht darum, dass er für das Ego völlig wahnsinnig ist. Dem Ego ist der Körper teuer, weil es in ihm wohnt und mit dem Heim, das es gemacht hat, vereint lebt. Er ist ein Teil der Illusion, die es davor geschützt hat, selbst als Illusionär befunden zu werden. Ja, der Körper, der Geist hat sich in diesem Körper versteckt und schützt sich davor. Ja, schützt sich, in der Idee der Trennung. Ja, so wird er nicht entdeckt. Das ist sein Zuhause. Ja, aber das ist wirklich ein schäbiges Zuhause. Im Anbetracht dessen, was dein wirkliches Zuhause ist. Hier versteckt es sich und hier kann es als das, was es ist, gesehen werden. Verkünde deine Unschuld und du bist frei. Der Körper verschwindet, weil du keinen Bedarf für ihn hast, außer dem, den der Heilige Geist in ihm sieht. Der Körper verschwindet,
weil ich keinen Bedarf mehr dazu habe, ihn zu benutzen, um mir meine Schuld zu beweisen, um mir meine Trennung zu beweisen, um mir mein Anderssein zu beweisen, um mir zu beweisen, dass ich bedrohen kann und dass ich bedroht werde hier. Er verschwindet, wenn ich ihn nicht mehr dazu benutze. Und tada, da ist er wieder. Ja. In einer neuen Sicht, in seiner Unschuld, kann er neu genutzt werden. Und was ich eben schon mal gelesen habe, er ist ein würdiger Diener der Freiheit. So wird er umgepolt. Ist das nicht geil? Ein würdiger, wie schön auch die Würdigung, ne? Das wollen wir immer, ne? Schön mit dem Körper und so, mit ein bisschen würdigen. Ja, er ist ein würdiger Diener der Freiheit. Du darfst dir auch die Haare kämmen. Du darfst auch dir Botox spritzen, wenn du das willst. Das hat auch alles keine Bedeutung, wenn du es möchtest, aber du kannst das machen. Ja, du wirst immer nur erfahren, dass das letztendlich nicht gewesen ist. Aber wir dürfen ja hier alles machen. Ja, ich nehme jetzt auch so Kollagen und sowas. Finde ich super. Darf ich doch machen. Sowieso, ich konnte mir früher diese ganzen Mittelchen nicht leisten und jetzt bin ich voll happy. Ich nehme immer tausend Mittelchen. Ich liebe das, ja. Tausend Pillen und so die ganzen Sachen und ich finde das so geil. Ja, es spielt doch keine Rolle. Ja, und ich darf doch auch dafür sorgen, also ist ja sogar so, ja, dass der würdiger Diener, ich meine, dann solltest du auch, was steht da an anderer Stelle auch im Kurs immer wieder, dafür sorgen, dass der gesund ist. Ja, hier. Aber letztendlich kannst du nur sehen, dass du ihn nicht wirklich gesund machen musst, sondern dass er aus sich selbst heraus schon gesund ist. Ja, weil seine Identität aus einer sehr gesunden Quelle kommt, die er nicht verlässt. Ja, er wird nicht alt, er wird auch nicht krank. Ja, du bist sehr gesund. Ja, weil dein Geist in Wahrheit sehr gesund ist. Dieser abgespaltene Geist, und wenn der sich dann mit dem Körper verbindet, ja, kommt dann die eine oder andere Falte noch mal mehr zum Vorschein. Ja, aber ich darf immer wieder sehen, das bin ich nicht. Und hier und jetzt frei sein, zack. From now on, zack. Und zusehen, ja, wie die Falten verschwinden. In meinem Geist, ja. Wir müssen nicht schön sein. Ja? Wir müssen nicht irgendwie aussehen. Ja? Wir müssen frei sein. Ja, wir müssen ein Vehikel der Liebe sein, also das zulassen, dass das Liebe durch uns sich ausdehnt und ausgestrahlt wird. Das müssen wir machen, weil es unsere einzige Verantwortung ist. Da kommen wir einfach nicht drum rum, deswegen muss. Ja, dass du die Freiheit hier verkündest aus der Knechtschaft. Sei heute frei und trage Freiheit als Gabe zu denen, die immer noch glauben, sie seien in einem Körper versklavt. Sei du frei, damit der Heilige Geist sich deines Entrinnens aus der Knechtschaft bedienen kann, um die vielen zu befreien, die sich als gebunden, hoffnungslos und angstvoll sehen. Lass Liebe durch dich ihre Ängste ersetzen. Nimm du jetzt die Erlösung an und gib ihm deinen Geist, der dich anruft, ihm diese Gabe darzubringen. Denn er möchte dir vollkommene Freiheit, vollkommene Freude und eine Hoffnung geben, die in Gott voller Erfüllung findet. Ja. Das finde ich auch schön, ja, diese Hoffnung, ja, wozu denn hoffen, könnte man sagen, und wir haben doch schon alles und so, und Hoffnung ist ja nur der Glaube daran, dass irgendwas nicht stimmen könnte. Ja, wie schön, vollkommene Freude und eine Hoffnung geben, die in Gott volle Erfüllung findet. Ja, lass dir doch erstmal Hoffnung geben. Ja, weil in Gott findet sie augenblicklich volle Erfüllung. Ich finde alles in Gott. Mir ist schon alles gegeben worden. Alles, wonach ich hier suche, ist mir gegeben worden. Ich darf nur anerkennen, dass es so ist und sehen, dass mir alles geschenkt wurde, dass alles hier ist.
dass ich hier in Fülle bin. Alles, wonach ich mich hier sehne, wo ich mich zurückziehe in diesen Körper und denke, ich bräuchte irgendwas und ich kriege irgendwas nicht, ja. Das ist mir schon gegeben, wenn ich mich öffne und aus diesem Körperkorsett aussteige, ja, und mir die Maske so abnehmen lasse, Idee Körper, ja, und hier meine Freiheit spüre, ja, sehe ich, dass mir alles schon gegeben wurde. Ich hatte ja auch mal so ein super geiles Teaching, einfach wo mir was klar geworden ist, so, vielleicht so 2 Jahre her oder so, da war ich bei einer Kursfreundin auch und ich kam irgendwie aus der Dusche nackt und die hatte so einen großen Spiegel da unten, eine gute Freundin, ja. Und dann habe ich mich so davor gestellt und wollte ihr so erzählen, wie schrecklich das alles ist, ne? Einfach so als Freundin, dass sie mal Anteil daran hat, irgendwie, dass jetzt wirklich der Körper jetzt so wirklich nicht mehr schön ist, ne? Und da habe ich so vor den Spiegel gestellt und habe ihr das mal alles so gezeigt und erklärt, ne? Und wollte das so mit ihr teilen. Ja, es war irgendwie auch so ein schöner Moment, das mal nicht so für mich zu behalten, sondern so freundschaftlich wollte ich das mal teilen. So, ich wusste jetzt eigentlich, kann sie jetzt auch nichts anderes dazu sagen. Ich weiß gar nicht, ob sie was gesagt hat oder nicht, oder ob das nur in mir stattgefunden hat, aber wahrscheinlich war das schon durch sie auch einfach, dass der Bruder da anders drauf geschaut hat. Ja, plötzlich kam mir so, hey, und dann habe ich mich mal anders hingestellt. Das war total krass, das so deutlich zu sehen, wie der ein Moment auf den anderen eine ganz neue Info reinkommt. Birgit kennt das schon von mir, ne? ne? Und plötzlich der Körper voll mega schön war. Also wirklich so richtig, richtig satt und sexy. Der gleiche Körper, wo ich vorher noch so alles scheiße. Was ist passiert? Ich war bereit, mich anders zu sehen. So schlimm ist es auch gar nicht. Und dann wurde es immer besser. Also plötzlich, wow! Also ich wäre sofort verliebt in mich. Ja. Unglaublich, oder? Und der gleiche Spiegel, also da ist nichts passiert. Ich habe nicht vorher noch abgenommen oder so, ne? Ich war bereit, mich anders zu sehen. Ja, wie sehe ich mich denn hier? Und du kannst es halt auf alles anwenden. Und kommt mir heute die ganze Zeit das mit der Schönheit so in den Sinn. Ich würde ja lieber über was anderes sprechen, aber es kommt irgendwie rein, ja. Ja, ich war bereit, mich anders zu sehen. Halte den heutigen Gedanken hoch und übe ihn heute und jeden Tag. Mach ihn zu einem Teil jeder deiner Übungszeiten. Ich lese nochmal den Satz davor. Dafür erscheint der Körper als eine nützliche Form für das, was der Geist zu tun hat. So wird er zum Gefährt, das dabei hilft, dass die Vergebung ausgedehnt wird, bis hin zum alles einschließenden Ziel, das sie nach Gottes Plan erreichen muss. Halte den heutigen Gedanken hoch und übe ihn heute und jeden Tag. Mache ihn zu einem Teil jeder deiner Übungszeiten. Es gibt keinen Gedanken, der nicht dadurch an Macht gewinnt, der Welt zu helfen, und keinen, der nicht ebenfalls an zusätzlichen Gaben für dich gewinnt. Mit diesem Gedanken lassen wir den Ruf der Freiheit rund um die Welt erschallen. Möchtest du denn vom Annehmen der Gaben, die du gibst, ausgenommen sein? Der Heilige Geist ist das Zuhause eines jeden Geistes, der nach Freiheit sucht. In ihm hat jeder Geist gefunden, was er gesucht hat. Der Zweck des Körpers ist jetzt unzweideutig und er wird in der Fähigkeit vollkommen, einem ungeteilten Ziel zu dienen. Der Körper dient in konfliktfreier und unzweideutiger Reaktion auf den Geist, der nur den Gedanken der Freiheit zum Ziel hat und dient seinem Zweck gut. Der Körper dient in konfliktfreier und unzweideutiger Reaktion. Ist das nicht wunderbar? Habe verstanden. Die Steuererklärung. Danke. Ja, in konfliktfreier und unzweideutiger Reaktion, so den Körper zu nutzen, ja. Danke, danke, danke.
Man, ja, wenn ich mich einfach mal zu Wort melden darf, so schön, mir hat das sehr viel Kraft gerade gegeben. Und mir kam dann noch so der Gedanke, also normalerweise suche ich immer nach der Quelle, also ganz viel halt, ne? Und gerade während du gesprochen hast, kam mir so der Gedanke, vielleicht bin ich ja selber, also vielleicht bin ich ja die Quelle. Also Das sollte wenn ich in ich. diesem Geist bin, dann bin ich ja, also ich muss die dann auch nicht Ja. verorten, dass die da im Bauch sitzt. Oder wo sitzt denn diese verdammte Quelle so? Also dann bin ich ja in diesem, ich bin ja selbst die Quelle, oder? Ja, Entschuldigung, Claudia, ich bin auch so müde, ey. Ich bin so durch von diesem Wochenende. Ich war so verkatert wie lang nicht mehr nach dem Wochenende. Da ist so viel passiert in so einer Unspektakulärtheit an diesem Wochenende. So ein Segen. Und ich war selber auch so in Prozessen, auch den Tag danach noch. Und jetzt habe ich Nachtdienst gehabt und so. Ich bin auch so müde. Einfach so, so durch, so körperlich. Und ich habe gerade ja, die geht die ganze Zeit. Und das ist einfach so ein geiler Spiegel. Ey. Wir sind da so eins. Oh, kaum halten. Krass. Oh, danke, jetzt war ich gerade abgelenkt. Entschuldige. So, Entschuldigung, Claudia. Jetzt nochmal. Es klingt mega, mega spannend. Für mich bitte noch einmal. Sag's nochmal. Wo verorten wir und worum geht es, die Quelle? Oh ja. Nur Sag noch mal nochmal. ganz kurz. Also das kam mir halt, während du jetzt gesprochen hast. Ja. Ich suche ja immer nach der Quelle und versuche die zu verorten, weil die Quelle gibt mir ja Kraft. Und während du gesprochen hast, kam das bei mir so stark, so ich bin ja selbst die Quelle. Das ist ja, ich muss die ja nicht suchen, ob sie jetzt in der Brust ist, im Bauch, im Herzen, draußen, im Garten. Das macht einen ja auch irre, dieses Gesuche, sondern ich bin ja die Quelle. Wie krass ist das denn? Ich bin selbst die Quelle. Yay! Das ist so geil. Ach, danke, Claudia. Danke. So schön, ne? Und das kommt immer wieder frisch rein. Vielleicht hast du es sogar schon ein paar Mal erfahren. Also so geht es mir oft. Und dann kommt es wieder frisch rein. Dann denke ich, ich habe es schon wieder das erste Mal kapiert. Weil wir es immer das erste Mal kapieren. Ach, krass, ich bin ja die Quelle. Ja, was für eine Erkenntnis, weil echt darum geht's. Wir können so viele Sätze nehmen, dass wir sagen, nur diese Aussage, wenn du die verstanden hast, ist alles, was du brauchst und alles, was du lernen wolltest. Ne? Ich bin kein Körper, ich bin frei, ist es, aber das ist es auch. Ich bin ja die Quelle. Das ist ja in mir zu finden. Was für ein Shift. Ich meine, das war mein erstes Erwachen, was mich ein halbes Jahr lang danach, ich hatte ja noch Drogen genommen und so, und von Spiritualität keine Ahnung, was mich ein halbes Jahr lang danach mit dem Tee hat an der Tanzfläche stehen lassen. Und ich brauchte keine Drogen mehr nehmen. Ja, das habe ich da erfahren. Ja, das hat mich so rausgeschossen aus dieser Weltidee, dass es echt lange angehalten hat. Ja, bis ich wieder angefangen habe, Drogen zu nehmen. Und dann hat es noch ein paar Jahre gedauert, bis ich dann damit aufhören konnte. Ja, aber was erkannt wurde, war, dass genau das, dass der Weg nach innen, ja, ah, es ist ja in mir zu finden. Das ist ein mega Aha-Erlebnis, wenn du das wirklich verstehst, weil wir haben vorher immer nur nach außen geguckt. Ne? Und danke dir, ja, dass du das so aufnimmst. Ja? Ich danke, ne? Weil alles kommt und geht, ne? Außen. Ja? Aber ich bin ja das, ne? Was das hält, ja, in dem alles kommen und gehen darf. Ja? Und das ist nach innen schauen. Ja, und wer ist da innen? Ja, da bin ich, da ist Gott, das ist mein Zuhause, da winkt dir Jesus zu, der Bruder, ja, die ganzen Verstorbenen, ihr Bruder, die ganze Anerkennung, alles, was du hier gesucht hast, so die ganze Welt irgendwie, die du gesucht hast, winkt dir freudig zu. Alles ist dir gegeben, wenn du nach innen schaust. Ja, da außen ist es nicht. Nach außen gucke ich mit den Körpersaugen. Aber nach innen schaue ich mit dem Heiligen Geist. Ich bin ja die Quelle, das heißt, ich nehme auch mein Zuhause, ne, überall hin mit. Ne? Ich kann ja gar nicht da raus. So, ne? Und so ist es ja auch. Ne? Jesus sagt im Kurs, irgendwie Gott hat deine Identität an einen sicheren Ort aufbewahrt, wo die Welt nicht rankommt. Und das ist in dir. Ein sicherer Ort, ja, wo die Welt nicht rankommt.
Plan B. Ich mache uns jetzt richtig wach, Jan. So, jetzt gebe ich mal richtig Gas. Letztendlich müssen wir aufhören zu gähnen. Wir müssen von der Müdigkeit mal wieder rauskommen und einfach mitkriegen, dass wir wach sind. So, wie machen wir das? Ja, indem wir einfach akzeptieren, dass wir müde sind. So, indem Müdigkeit seine Bedeutung verliert. Ja, indem ich darüber leichtfüßig hinwegschaue, vorbeigehe und leichtgläubig, leichtseiend darüber hinwegsehe. Ja, danke, danke, danke. Ja. Weil das darf alles da sein. Alles darf da sein. Warum? Weil ich es nicht bin. Ja. Kein Groll mit dem Groll. Keine Müdigkeit über die Müdigkeit. Ja. Keine Angst zu der Angst. Es darf alles da sein. Ich bin eigentlich gar nicht so müde. Das ist immer die Transformation, wenn das Licht reinkommt. Und dann siehst du mal, das ist ja mal eine Neudeutung. Ach stimmt, ich bin da eigentlich auch gar nicht müde. Ich bin eigentlich auch gerade im Transformationsprozess. Genau. Ja, wir deuten es einfach nur und zack, okay, alles klar. Aufgelöst, oder? Die Idee von müde sein. Ja, danke. Ja, ich bin auch im Transformationsprozess auf jeden Fall. Du bist Gottes Sohn. In Unsterblichkeit lebst du für immer. Möchtest du nicht deinen Geist dem wiedergeben? Dann übe den Gedanken gut, den der Heilige Geist dir für heute gibt. Deine Brüder sind mit dir in ihm befreit. Die Welt ist mit dir zugleich gesegnet. Gottes Sohn wird nicht mehr weinen. Und der Himmel bietet Dank an für die Mehrung der Freude, die dein Üben sogar ihm bringt. Und Gott selbst dehnt seine Liebe und sein Glück jedes Mal aus, wenn du sagst, ich bin kein Körper, ich bin frei. Ich höre die Stimme, die Gott mir gab, und ihr allein gehorcht mein Geist. Du bist Gottes Sohn. In Unsterblichkeit lebst du für immer. Möchtest du nicht deinen Geist dem wiedergeben? Deine Brüder sind mit dir in ihm befreit. Die Welt ist mit dir zugleich gesegnet. Gottes Sohn wird nicht mehr weinen und der Himmel bietet Dank an für die Mehrung der Freude, die dein Üben sogar gibt. Ja, dein Mehren der Freude. Ja, wenn ich aus der Quelle der Liebe schöpfe, ja, und sehe und bin, ja, wenn ich mein Leben wieder dem zurückerstattet habe, dem es gehört, ja, es gehörte mir nicht, ich muss hier nichts kontrollieren, ja, ich besitze hier kein Leben, es ist nicht anstrengend, ja, dann bin ich wieder zurück in der Leichtigkeit, ja, und weil alles leicht geht, ja, wenn ich so frei bin, dass ich ganz genau weiß, dass es egal ist, was ich hier mache, dass es ein Wunder ist, dass es hier überhaupt geschieht, ja. So, wow, ja, da ist dann nur noch Staunen, ja, da ist die Zurückerstattung des Kindes in dir, ja, was so leicht ist, was so unschuldig in diese Welt hier reinkommt und einfach nur staunt, was es hier alles erlebt, ja. So mehrt sich die Freude, ja, so wechselt die Freude, die nächste Freude ab und so weiter. Warum? Ja, weil aus der Quelle der Liebe heraus mir alles gespiegelt wird. Ja, die Wirkungen werden ja auch innerhalb dieser Quelle der Liebe sein. Ja, und so schließt sich da im Grunde so ein Kreislauf, wenn du so willst. Ja, was einfach funktioniert in einem immer wieder gebärenden neuen Augenblick. Ja, einfach nur sein. Und wow, ne, wir sind plötzlich in einem glücklichen Traum. Ja, wir finden uns plötzlich in einem glücklichen Traum wieder. Ach, es war ja gar nicht so. Ja. Und da arbeiten wir uns darauf hin, indem wir unsere bösen Träume hier vergeben. Ja.
und es uns wieder neu zeigen lassen, indem wir wieder dann zurückgehen zur Quelle der Liebe und uns selbst und alles, was uns hier begegnet, wieder neu zeigen lassen. Ah, ja, ich bin das gar nicht, was da sieht. Und das, was ich da sehe, ist auch nicht die Wahrheit. Die Lektion gestern fand ich auch so, so toll. Ich lese mal ein bisschen. Vergiss heute nicht, dass es keine Form von Leiden geben kann, die nicht einen unversöhnlichen Gedanken verstecken würde. Ja, also finde diese unversöhnlichen Gedanken. Noch kann es eine Form von Schmerz geben, die die Vergebung nicht heilen kann. Akzeptiere die eine Illusion, die verkündet, dass keine Verurteilung in Gottes Sohn ist. Und der Himmel tritt augenblicklich in Erinnerung. Vergessen ist die Welt und alle ihre wunderlichen Überzeugungen sind mit ihr zugleich vergessen, während das Antlitz Christi endlich unverschleiert in diesem einen Traum erscheint. Dies ist die Gabe, die der Heilige Geist von Gott, deinem Vater, für dich bereithält. Lass diesen Tag sowohl auf Erden wie auch in deinem heiligen Zuhause feierlich begangen werden, weil das ist dein heiliges Zuhause, Claudia. Na? Das ist mein Zuhause, da wo ich wirklich wohne, wo ich wirklich zu Hause bin, wo mein Sein hier wohnt, meine Wahrnehmung hier wohnt. Ja? Meine Wahrnehmung einer Welt. Sei gütig beiden gegenüber, indem du die Fehler vergibst, deren du sie schuldig wähntest, und sieh, wie deine Unschuld von Christi Antlitz auf dich leuchtet. Jetzt herrscht Schweigen rund um die ganze Welt. Das ist so schön. Jetzt herrscht da Stille, wo zuvor ein fieberhafter Ansturm von Gedanken war, die keinen Sinn ergaben. Und vergiss nie die Hoffnung, die dir gegeben wurde. Immer wieder zu sehen, dass das Hoffnungslose nur das sein kann, was ich falsch sehe. Ja? Wenn ich auf irgendeinen hoffnungslosen Gedanken stoße, auf irgendwas so, was mir so richtig sagt, so und so ist es, und das ist richtig, richtig kacke. Und das ist jetzt meine Realität. Befreie es, indem du sagst, das kann nicht die Wahrheit sein. Ich erkenne jetzt das Ego. Also wir lernen ja eigentlich auch nur, das Ego zu erkennen, ja? Es kennenzulernen, damit wir wissen, was das Ego ist, damit wir sagen können, ach, das ist das Ego. Ja, wir lernen das erstmal kennen. Ja, weil das ist so, funktioniert immer ganz gut und ich weiß überhaupt nicht, was das ist, was da Macht über mich hat, was mich da voll im Griff hat. Und ich denke, das ist normal, weil ich es nicht kenne. Ja, weil ich immer noch denke, es hätte irgendwie eine Wirklichkeit. Ja, aber ich will kein Gefängniswärter haben. Ja, ich möchte nicht im Gefängnis sein. Ich möchte kein Sklave sein. Ja. Die Stille deines Selbst bleibt unbewegt von solchen Gedanken unberührt und in jeglicher Verurteilung ungewahr, die Vergebung nötig haben könnte. Träume jeglicher Art sind für die Wahrheit sonderbar und ihr fremd. Und was außer der Wahrheit könnte einen Gedanken haben, der eine Brücke zu ihr baut, die Illusionen auf die andere Seite bringt? Ey, danke, danke, danke. Diese Welt hat viele scheinbar separate Schlupfwinkel, ja, wo Barmherzigkeit keine Bedeutung hat und Angriff gerechtfertigt erscheint. Doch sind sie alle eins, ein Ort, wo der Tod dem Sohne Gottes und seinem Vater angeboten wird. Du denkst vielleicht, sie hätten eingewilligt. Doch wenn du nochmals auf den Ort schaust, wo du ihr Blut erblicktest, wirst du stattdessen ein Wunder sehen. Wie töricht ist es zu glauben, dass sie sterben könnten? Auch so eine wunderbare Stelle. Da, wo du Blut erblicktest, siehst du stattdessen ein Wunder. Wie töricht zu glauben, dass sie sterben könnten?
Ja, auf was habe ich da geschaut? Ein Ort, wo der Tod dem Sohne Gottes und seinem Vater angeboten wird. Und ich liebe dieses Gleichnis. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwo geschrieben steht oder mir das mal so kam. Es kommt mir immer wieder. Da, wo ich denke, es wäre der Tod, ist das ewige Leben. Und da, wo ich denke, es wäre Leben, ist der Tod. Und das ist sehr brachial. Ja, aber es ist so. Das ist kein Leben, dem ich hier nacheifere, wo ich denke, dieser Körper könnte irgendwie mal perfekt werden, irgendwie mal Ruhe finden, ja, irgendwie mal hier ankommen in der Welt. In der Welt kommst du nur an, wenn du in dir selbst ankommst, wenn du deine Quelle nicht mehr verlässt, wenn du wieder zurückkommst und dich selbst der Quelle der Liebe zurückerstattest, Zuflucht suchst in dir selbst, in Gott. Ja, nur da kommst du hier in der Welt wirklich an und erfährst in der glücklichen Wahrnehmung, was Leben überhaupt bedeutet. Ja, frei zu sein, glücklich zu sein, ungebunden zu sein. Yay, ja, ich bin kein Körper, ey, mir kann hier keiner was. Ich darf alles, ja, weil ich hier einfach nicht rausfliegen kann. Yippie, yay, ich mache Erfahrungen, ja, Erfahrungen von Leid. Wow, ja. Ich mache Erfahrungen von, ich werde zurückgestoßen von einem Mann. Ey, wow, abgefahren, ja, dass das möglich ist. Ja, was will ich hier gerade lernen, dass das, was ich bin, nicht zurückgestoßen werden kann? Ich will unbedingt eine Person besitzen. Ja, was will ich denn da besitzen? Einen Körper? Will ich das wirklich nochmal anfassen? Denke ich wirklich, mein Körper könnte mich glücklich machen? Wenn die jetzt meine Liebe erwidern würde, ne? Da muss ich, da mache ich jetzt, ne? Mache ich jetzt alles für. Ne? Da hole ich Hammer und Meißel nochmal aus der Tasche. Ey. Da versuche ich nochmal richtig, um einen Kurs, versuche ich dann nochmal richtig ranzugehen. Ne? Dass mir das nochmal hier gegeben wird, ja, weil da liegt mein Glück, ja. Und so weiter und so weiter. Unzählige Beispiele, ja, wo ich suche, irgendwie in Körpern, in dieser Welt hier mein Glück zu finden. Und ey, wenn ich davon ungebunden bin und alles nur für die Vergebung benutzen kann, um mir immer wieder zu zeigen, dass ich frei bin, und das geht ja immer schneller, im nächsten Moment bin ich dann ja schon wieder frei und von den Wirkungen befreit. Halleluja, ja. Das macht doch Spaß, das ist doch Freude, da ist doch nichts mehr dran, was mir Angst machen muss. Ja, wir vergessen wirklich das Geschenk des Lebens immer wieder. Ja. Mein Lehrer früher hat echt darauf rumgeritten. Ey, du bist Volltreffer, du hast es geschafft, Samen und Eizelle, du bist durchgekommen. Ey. Krieg das endlich mal mit. Ja, dass du hier am Leben bist, dass das ein Geschenk ist, dass es hier überhaupt, dass das der Wahnsinn hier von dir selber gemacht ist, dass du dich hier so einsperrst. Ja, du bist frei, dieses Leben ist wunderschön. Ja, genießen, staunen, Selbstgenuss. Sich öffnen für die Schönheit, für die Freiheit. Ja, und nicht von meinen kleinen Gedanken mich beherrschen zu lassen und als Opfer der Welt hier irgendwie einzuordnen und jedem davon zu erzählen, dass ich hier nicht rauskomme. Hör doch mal auf damit. Öffne dich dafür, dass du eine neue Realität erfährst und sag nicht, ich kann das nicht. Für mich scheint das, Gott hat sich darin an dem Punkt wirklich jetzt in mir geirrt, weil ich kann das offensichtlich nicht. Ich bin dafür verdammt, hier in anderen Gefilden rumzuwandern und aus meiner Depression nicht rauszukommen. Das ist lediglich ein Glaubenssatz, den du dir selber erzählst, weil du noch nicht erkannt hast, dass er vom Ego kommt und dass das Ego keine Bedeutung hat. Es hat keine Bedeutung. Du kannst dich nicht kaputt machen. Du kannst dich nicht klein machen. Du wirst es nicht hinkriegen. Ja. Und du kannst dich auch nicht in Mangel wahr machen. Du wirst es nicht hinkriegen. Du darfst an der Stelle wirklich mal aufgeben. Es wird nicht funktionieren. Das Einzige, was funktioniert, ist, dass du dich, ich habe die Zeit im Blick, dass du dich der Wahrheit öffnest. From now. Ja, und dass du dich würdig für die Liebe fühlst. Ja, dass du bereit bist, die Liebe Gottes wieder zu empfangen, weil du
bereit bist, dich als unschuldig zu erkennen. Ja, weil nur schuldig sein will dich noch irgendwie, will dir das nicht gönnen. Ja. Denk noch irgendwie, du hast ja noch irgendwas abzugelten oder sowas, ja. Hast du aber nicht, ja. Du bist unschuldig. Ja, du bist würdig, die Liebe Gottes zu empfangen, die, dich selbst der Quelle der Liebe zurückzuerstatten. Du bist würdig, glücklich zu sein. Du darfst wirklich glücklich sein. Da gibt es nichts, was dem im Weg steht. Du darfst das, ja. Es sind nur alte Ideen, die dich davon abhalten. Glaubenssätze, ja, so komische Gedanken, wie das hier steht, irgendwie, ne, an die du noch glaubst. Und Licht fällt ein. So schön das Fenster im Hintergrund, Michaela. Ne? So halb Schatten, halb Licht, genau. Und wundere ich mich hier oder hier? Ja, und wenn ich mich hier hinwende, in den Schatten irgendwie, ja, bin ich nur im Schatten. Also kann mir auch nichts, es kann mir nichts passieren. Aber will ich mich hier länger aufhalten, wenn ich mir das mal ganz genau angucke, in was für einem Schlamassel ich mich hier befinde? Ja. Nö. Gehe ich lieber wieder ins Licht. Ja, und lass mir das neu zeigen. Genau. Ja, genau. Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich. Das hat meine Nichte früher auswendig gelernt, dann höre ich auch auf. So genial, ne? Meine Schwester hatte Krebs und meine Nichte war damals jugendlich und die hat immer so dunkle Klamotten angezogen und so und war immer so richtig düster und so richtig mit so Tränen hier runtergemalt. So richtig düster. Und meine Schwester immer so alles auf dem Kühlschrank voll tapeziert mit, wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich. Irgendwie so Sprüche, ne? So, und dann immer dieses Kind dabei, ne? Bei den Treffen. Hat meine Schwester immer gesagt, ne? Zu dem Kind, ne? Du weißt das doch auch. Und dann hat sie immer gesagt, wende. Und dann hat meine Nichte halt immer gesagt, dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich. Sie konnte das immer auswendig. Ja, wir sind nie rausgeflogen. Ja. Egal, was wir uns hier versucht haben zu erzählen, es diente nur dazu, dass wir darin erwachen und anerkennen, dass es nicht die Wahrheit von Gottes Sohn ist, der ich bin. Ja. Es ist nicht meine Wahrheit. Ich bin nie da gewesen. Ich konnte mich nie zerstören. Ich konnte mich nie trennen. Ja. Ich konnte nie verurteilen und zerstört werden. Yay. Oh, danke, danke, danke. Ist das nicht schön, diese Freiheit, dass wir wirklich so sein dürfen, wie wir sind? Dass wir wirklich aufwachen dürfen und uns zeigen lassen dürfen, dass uns alles gegeben ist. Danke, danke, danke. Okay, so, ich mache nochmal ein Lied an. Danke dir. Ja, wie schön mit euch. Oh, warte mal, jetzt muss ich auch erst beenden.